Mein Name ist Iris Meyer. Ich bin die amtierende Präsidentin des Lions Club Neumünster. Seit 1.7. ganz frisch in diesem Amt. Und ich freue mich, dass wir die Kindertafel unterstützen können. Denn hier wird wertvolle Arbeit geleistet für junge Menschen, die diese Hilfe auch benötigen. Und daher haben wir sehr gerne unsere Spende hierher gegeben. Wir haben die Kindertafel sehr gerne unterstützt. Wir haben in der Planung für unsere Veteranenausfahrt überlegt, wohin das Geld gehen soll, und waren uns von Anfang an einig, das soll Kindern in Neumünster zugutekommen. Und da fiel relativ schnell die Kindertafel uns ein, dass wir das Geld hier verwenden wollen. Und wir sind mit über 20 Fahrzeugen, haben wir unsere Veteranenausfahrt gemacht und sind bis an den Nord-Ostsee-Kanal gefahren, hatten eine ganz schöne Tour bei ganz schönem Wetter, sind am Ende der Tour noch bei einem Lions-Freund eingekehrt auf dem Betriebshof und konnten dann den erfolgreichen Tag ausklingen lassen und freuen uns umso mehr, dass wir heute diesen Spendencheck übergeben durften. Ja, ich bin Andreas Bente, ich bin Obermeister der Dachdeckerinnung Mittelholstein. Und meine Funktion ist als Obermeister eben so Regularien des Handwerks, des Dachdeckerhandwerks zu regeln und Zusammenkünfte zusammenzuführen. Und wir haben ein sehr umtriebiges Mitglied, das ist der Peter Hahn, der ist im Lions Club und der hat uns irgendwann vor vielen Jahren schon mal angesprochen gehabt. Wir haben jetzt die vierte Aktion dieser Art gemacht. Und Peter Hahn hat sehr gute Beziehungen auch zur Industrie und dadurch kommen auch immer die relativ hohen Spendensummen zusammen. Einerseits natürlich durch die Mitglieder, die bei der Veteranentour dabei sind, die einen Obolus entsprechend ausrichten. Aber ein Großteil ist eben aus Spenden der Industrie, die uns nahestehend sind, aus dem Handel und Handwerk, die entsprechend dazu beitragen. Ja, unsere Kindertafel unterstützt Kinder im Grundschulalter, also von 16 bis maximal 14 Jahre. Wir sind täglich von Montag bis Freitag hier antreffbar für unsere Kinder, die in finanziell schwachen Familien leben. Man kann sich bei uns anmelden, es gibt ein Mittagessen, Hausaufgabenhilfe und Freizeitgestaltung. Ja, und wir freuen uns über jede Unterstützung, sei es tatkräftig oder auch finanziell. Man kann sich gerne bei uns melden unter tafel-nms.de. Gerade hatten wir eine Spendenübergabe und wir durften für unsere Kindertafel eine Spende über 5.000 Euro annehmen, für die ich mich unheimlich gerne bedanken möchte. Denn ja, seit Covid ist die Spendenbereitschaft etwas weniger. Ist aber auch ganz verständlich durch die vielen Nebenkostenausgaben, die jeder bei sich zu Hause auch zu tragen hat. Daher sind wir sehr, sehr dankbar, diese Spende erhalten haben zu dürfen. Und wir müssen mal schauen, gemeinsam mit den Kindern, was wir mit dem Geld oder mit der Hälfte des Geldes veranstalten. Musik.